Hallo Leute, ja, in meinen Koffer packe ich ein Schweinchen, jawohl, der Marke Rauch. Ja, meiner Lieblingsfleischerei Iselhorst, die haben mir das verkauft. Ja, und hier, ja, Freunde, ich bin auf meinem Flugschwein. Natürlich wieder ein anderes Gefährt. Es geht nach Germany, jawohl. Hier vom Flughafen unterwegs, hier mit meinem Fahrdienst. Corona Soft quasi extra. Zünden hier. Gruß aus Mexiko. Jawohl, dem Nachbarland. Und ab in Hals, Freunde, ganz genau. Es geht nämlich hier nach Hamburg mit dem Wagen, jawohl. Ja, da sind sie auch schon. Ja, sie sind mittendrin in ihrem Sommerfest. Hallo, mein Freund. So, guckt mal weiter hier. So sieht das hier aus. Da spielen sie ihre Spirenzchen oder Spielchen. Keine Zeit für sowas. Ey, ich muss erstmal was trinken. Das ist mal Bier, denn vorher kann ich nicht anfangen zu grillen. Da ist nochmal das Schwein, was mich hergetragen hat. So, mein Freund. Eieiei. Schwerer Brocken hier. Warte, den Arsch nochmal zurechtrücken hier. Komm schon, mein Freund. So, sieht's gut aus. So, ja. Wo ist das Gitter? Ach, da hinten. Oh, Moment. Das Obergitter muss noch drauf gelutzt werden. So, da drüber gepackt hier. So, kommt mein Freund hier. Haken. Reingelunzt an der Ecken. Jetzt muss halt ein bisschen gebogen werden, ne? Kennt er ja selber. Vom Schweine festmachen. Zack hier. So, mein Freund. Siehst gut aus. Ja. Glückliches Schwein gewesen. Johnny, du Schwein! Der Veggie Ninja. Ja, den haben sie einfach eingeladen. Aber ich habe ihn gezwungen. Hey, ist noch ein bisschen Papier dran, mir zu helfen. Ja, in der Not nimmt man auch die Hilfe vom Feind an. Hier, yeah, Spanferkel-Marinade. Außerdem hab ich dem Veggie-Ninja gesagt, das Schwein lebt noch. Der Idiot. So, also Freunde. Appelsaft reingelunzt in die Gewürzmischung. Full Power von oben hier. So. Großen Löffel hier, ein bisschen einbalsamieren, ne? Ja, da ist auch schon der Ninja. Du hättest den Ninja schon wieder eingeladen. Naja, weiter rühren. Ja, liebe Leute, das arme Schwein haben wir tatsächlich andersweitig verplant. Normalerweise hätte er E-Mails auswerten müssen. Da kümmern wir uns später drum in besser Rocket Beans-Manier, nachdem wir gegessen haben. Nämlich ein armes Schwein. Tatsächlich. Johnny, du bist am Start. Jetzt kippt mal hier was drüber hier. Ne? Alles ganz grob hier, ne? Ja, alles ganz grob. Oh, so wie ich es mag. Das ist lecker. So, mariniert. Fertig? So einfach geht das. Jetzt schmeißen wir den Deckel drauf. Ja. Und dann, dann lunzen wir die Cola drüber und zünden sie an. Das ist ja verrückt, ey. Alles klar. Die Wespen raus, die wollen wir nicht mitessen. Bin ich gespannt. Johnny, schön, dass du am Start bist. Wir sind sehr gespannt, Mann. Ja, ja. Ja. Was hier so kommt. Ne? Ja. So, Blech drauf, Freunde. Kann man das Schwein hier heute noch essen? Cola drüber lunzen hier. So, ordentliche Packung drauf. Ich habe da zwei drauf gelunzt. Und noch eine, jawohl. So, anzünden. Dabei ist kein Spiritus, Freunde. Zündet euch den Arsch weg. Das ist ein Grillanzünder gewesen. Flüssig diesmal. Und zur Sicherheit habe ich auch mal ein Taschentuch Tempo angeschmissen. Prost. Jetzt gucke ich mir erstmal die Show an, solange es brennt. So, Kohle durchgeglüht, weiß, ne? Kann sie verteilt werden hier, schön. Ja, hier mit den Händen, ne? Wenn ihr einen dicken Handschuh habt, dann geht das auch damit. Schön in die Ecken hier, überall was hinkommt. So, weiter geht's. Ja, das Schwein ist drauf, Freunde. Da hinten in der Box. Aber der Ninja kriegt mich nicht. So, Freunde, erstmal zwei Bier. Zünden! Reinlunzen, ja, die brauchen noch ein bisschen länger mit den Spirenzis. Ja, ich zünd mir erstmal ein Bier. Sogar zwei. Doppelfaustbier. Ja, da treten sich da irgendwie Ballons platt hier. Ein Spielchen ausgedacht. Ich mach das Bier platt. Jawohl. Da hat einer gewonnen. So sieht's wohl aus. Ja, sie freuen sich schon alle auf Johnnys schönes Spanferkel. Ganz genau, da sitzen sie alle und warten. Ein paar Impressionen hier, hübsches. Die Sonne hat mitgespielt, letzter Sommertag gewesen.
Tja, die Spiele können beginnen. Die haben Spaß, die Leute hier. Ja, da werfen sie ein paar Dosen hier. Ja, mein Gott, ich hätte das mit einer Shotgun gemacht. Aber ich durfte keine Waffen mit ins Flugzeug nehmen. Egal, jetzt müssen die Hände ran. Meine würden als Waffen durchgehen. So, Freunde. Schaut's euch schön an. Impressions. Ja, ich hab diesmal nicht geräuchert. Die haben nur eine kleine Rauchbombe gezündet. Ja. Hans Schwein ist aber nichts angekommen. Ist ja fest verschlossen in der Box. Richtig, hier. Yeah. Sonne scheint nochmal. Ui, was ist das denn? Ich komme dazu, Freunde. Jawohl, ich fechte hier mit einer Faust hier. Hissa, zack, hier, rechte Hand Bier, linke natürlich. So, Veggie, Veggie hinter dir. Dein Brother ist auch da. Ganz kurz, Leute, vielleicht mal ganz kurz zum Status quo des Schweins irgendwie. Ja, ist ganz kurz. Wird schon ein bisschen schwarzer, aber wir kriegen das hin, glaube ich. Mal gucken. Ah, sieht gut aus. Es riecht nicht nach Schwefel. Alles gut. Alles gut. Sehr gut. Was schätzt du, wie lange brauchen wir noch? Anderthalb. Anderthalb. Zwei vielleicht. Ne? Nehmen wir mit, ne? Aber der Rauch ist nicht rangekommen, Leute. Habt ihr noch Glück gehabt, ne? Glück gehabt, ey. Vielen Dank, Tommy. So, das Schweinchen ist noch nicht ganz fertig. Aber das Sommerfest der Rocket Beans hier Live-Übertragung ist abgedreht. Michael Knight hat gewonnen. So, ich zünd mir noch ein Bierchen und verprügel ein Ninjachen. Ja, ganz genau. So, ich stehe noch mit den Boys da, der Ninja hat's hier erholt. Ja, den haben sie einfach mit dir eingeladen. Ja, so. Macht's gut, Leute. So, weiter zum Schwein. Aber in der Zwischenzeit, wo das Schwein noch am Geben ist, wird hier nochmal das Spiel nachgespielt, ob es auch wirklich schaffbar ist, den Ballon zu pixen. Ich habe mich ein bisschen umgehört, was die Leute hier so sagen. Fragen wir mal nach hier. Hey, Johnny! Was ist denn hier so? Das Schwein ist noch nicht fertig. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Nein, gar nicht. Man muss sauer sein, wenn das Fleisch noch nicht fertig ist. Lasst euch das gesagt sein. Hier ist er! Es hat lange gedauert. So lange Lust hat jemand, haben wir es geschafft. Ja, das Fleisch ist noch nicht ganz fertig geworden zu Ende der Show, aber ich hoffe, gleich wirst du beglückt. Alter, Johnny ist so ein geiler Typ. Ich hab da so Bock drauf auf diese Schwein, Mann. Was ist das Beste, Junge? Meine Güte, diese Leute, die gehen sofort ab. Ich hab nur eine dumme Frage gestellt und schon. Guckt ihr euch den an hier? Gleich den nächsten weggehauen hier. Er will noch mal hier. Nachdem ich alle Rocket Beans verprügelt habe, hat mir dann doch noch einer geholfen, das Schweinchen aufzudecken. Aber sie haben sich gut erholt, ich habe nicht so doll zugehauen. So, jetzt wird das Schweinchen umgedreht. Aber nochmal Direct Heat von oben. Oh, Deckel drauf, Freunde. Full Power Heat, anzünden Kamin von oben. Jawohl, da seht ihr die gut. Mega, ne? Ja. Es gibt nur Herzen für dich hier, nur Herzen. Hier auch nochmal hier, das ist da läuft auch nochmal die Cam. Eine Anfängerversion von dieser Hutscher, hier. Ja, so ein Minicam, ne? Aber das ist ein großes Gerät. Ja, das ist ein geiles Gerät hier. So, Freunde, ballert euch rein. Ja, Mann. So. Hier, warte, noch ein Endfoto hier gemeinsam hier. Ja. Johnny, pass auf, du. Dreh mal die Cam hier, warte, wie geht denn das hier? Das Kamera flippt, du. Ja. Ja, oh, ja, das sind doch alle. Ist heiß hier. Schön reingewemst hier. Johnny. Der Veggie Ninja, guck mal, der ist er. Oh, Achtung. Da hat er den Haus mal weg hier. Achtung, du. Weg mit dem. So, wir legen auf. Ja, ich bin hier. Ball. Ball, Freunde. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, ich und Gino. Wir zocken jetzt ordentlich gegen unsere Spezialgegner. Die Gemüsefraktion. Bruder und Bruder, komm, Veggie. Bis gut. Oh,
komm, Benji! Johnny, du Schwein! Den Veggies habe ich auch nicht gegeben. Ja. Erst ein bisschen aufholen lassen und dann ganz knapp verlieren lassen. Da ist der Schmerz größer. Oh, seht euch das an, Freunde. Ja, der Kopf ist ein bisschen schwarz geworden, aber hier, darum geht's. Der Rest, der Sau. Oh. Aufgedeckt hier, schön das Gitter wegmachen hier. Oh. Oh, sehr gut. Oh, wie groß das ist. Leute, das zerfällt wie Butter. Ich säg hier mal ein kleines Stückchen raus, nicht zu viel. So, das ist erstmal das Teststückchen. Das ist ja nicht für mich. Erstmal zum Probieren. Und mal sehen, was der Bengel sagt. Mann, Johnny, du bist der Krasseste. Wollte nicht. Doch, doch. Ja, aber es schmeckt. Ja. Hammer. Oh, bitte. Hammer. Ein Stück mehr. Man kann besser schneiden. Achso. Ja, die Leute sägen sich da erstmal ordentlich was raus. Hier sind ein paar Schälchen angereiht. Und dann gibt's immer einen Lappen aufs Schälchen. So, hier werden wir den anderen mal sägen lassen. Der wollte ein bisschen filmen hier. Dieses Jahr auseinanderreißen. Ja, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Oh ja. Da sind sie. So oft gibt's nichts zu essen bei den Beans. Ah, Fleisch ist ausverkauft. Ja, Freunde, hier bin ich schon wieder an der Seite. Ja, ich schnapp mir gleich auch was davon. Hier. Aber es schmeckt allen. Den Veggie, den ja schon lange nicht mehr gesehen. Der hat sich wohl aus dem Stopp gemacht. Hier nochmal das Schweinchen von vorn. Keine Panik, wir hatten einen Hund dabei. Da haben wir die Ohren und die Nase für den Hund startklar gemacht. Der hat sich riesig gefreut. Das war diesmal nicht Blinky. So, jawohl. Hier wird ordentlich auf den Teller gepackt. Ich warte noch, ich warte. Es dauert. Aber ich warte und ich weiß, dass es sich lohnt. Mhm, ganz genau. Ja, mal sehen, wie viel gleich noch übrig bleibt. Ja, das Stück sieht gut aus. Und hier, rein in den Hals. Ja, das schmeckt dem Kameraden. Sichtlich. Das ist gut. Ja, oh, crispy Haut. Habt ihr das gehört? Hm. Oh, hier ist noch ein bisschen Kohle übrig. Freunde, überall noch was zu holen. Ja. Oh, lecker. Der Apfelsaft bringt es total. Super. Ich hoffe, sehr gut. Natürlich hat das gut. Ja, Freunde, war eine geile Party hier. Wie ihr seht, das Schwein hat es zerlegt. Und alle sind satt geworden hier. Zack, hier, ich steck's nochmal rein. Das Messer hier, Präsentierhand. Bisschen ist noch dran beim Kamerad. Da können wir noch was holen. Aber wer hat diesen Salat mitgebracht? Betty! Ich komme wieder! Ja, war ein geiles Sommerfest. Etwas verspätet bei den Beans, aber wir hatten Glück mit dem Wetter. Wir konnten lange draußen sitzen und ein Schweinchen verzehren. Ich war gar nicht böse, dass sie den Veggie ja auch eingeladen haben. Irgendwo kann man ja mal seinen Frust ablassen. Ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Also, Boys and Girls, ballert's euch rein. Ich hoffe, die Johnny-on-Tour-Folge hat gefallen gefunden.